Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und wir stehen im Stau. Na, also ihr könnt ja mal schauen, wir sind auf dem Weg Richtung Frankfurt und was macht man im Stau? Ne? Möglichkeit Nummer 1, man schimpft darüber, was es für Idioten gibt, die alle unterwegs sind. Oder aber Möglichkeit Nummer 2, wir versuchen was Produktives zu machen und deswegen gibt es heute ein Video hier aus dem Auto. Und zwar zu einem Thema, was immer mal wieder kommt. Und zwar geht es darum, dass der ein oder andere sich schon mal die Fragen angeschaut hat, die er ja beantworten muss, wenn er ein Konto öffnen will. Egal ob jetzt bei IB, bei CapTrader oder sonst irgendwo. Und wenn man ganz ehrlich ist, könnte man eigentlich überhaupt legal kein Konto mehr zum Optionshandel eröffnen. Und wie das geht und was man da beachten muss, darum geht es jetzt hier im Video. Also, folgende Situation. Ihr wollt ein Konto eröffnen. Wenn ich immer mal schmunzel, dann nur, weil ich hier die Leute auf ihren Autos rumturnen sehe. Ihr wollt ein Konto eröffnen und wenn ihr euch dann die Fragen anschaut, zum Beispiel jetzt bei CapTrader oder bei IB, hier hinten kommt jetzt der ADAC gerade und will wahrscheinlich das verunfallte Auto abschleppen. Ihr wollt also zum Beispiel bei CapTrader oder bei IB, bei Linksbroker ein Konto eröffnen, dann müsst ihr ja am Anfang Fragen beantworten. Ne? Und da wird unter anderem auch abgefragt, was habt ihr denn für Erfahrungen? Also was habt ihr schon mal Optionen gehandelt oder habt ihr das noch nie gemacht und so weiter? Und wenn ihr da zum Beispiel sagt, hey, ich habe noch nie Optionen gehandelt, ich will jetzt anfangen, dann könnt ihr das Konto eigentlich nicht eröffnen. Und was macht man dann? Klären wir mal vielleicht am Anfang, warum ist denn das überhaupt so? Das Ganze hat damit zu tun, ist zurückzuführen, Finanzkrise 2008, 2009. Ganz viele Leute haben Geld verloren mit Aktien, mit Zertifikaten, sogar mit Investmentfonds haben viele Leute Geld verloren. Und da hat natürlich der Gesetzgeber hinterher versucht, das Ganze zu regulieren. Ihr müsst euch vorstellen, beispielsweise während der Finanzkrise haben Anleger Zertifikate gekauft von Lehman Brothers und waren sich eigentlich relativ sicher, dass sie da eine hochliquide und vor allen Dingen sichere Anlage haben. Jetzt war es natürlich aber so, nachdem Lehman Brothers pleite gegangen ist, waren diese Zertifikate wertlos. Warum? Weil diese Zertifikate sind ja ein quasi Versprechen von Lehman Brothers gewesen an den Kunden. Und als Emittent, das ist das sogenannte Emittentenrisiko, Lehman Brothers war weg, war pleite und die ganzen Zertifikate etc. waren alle wertlos. So, und jetzt hat sich der Gesetzgeber hinterher überlegt, wir müssen das irgendwie ein bisschen besser regulieren. Und da hat er gesagt, okay, wenn sowas nochmal passiert, dann nehmen wir den Emittent, die Banken etc., die das verkauft haben, in Haftung. Und immer wenn sowas ist, kommen die Juristen auf den Plan, ne? Die jeweiligen Juristen in den Investmentbanken, bei den Fondsgesellschaften und so weiter und so fort. Und die haben sich jetzt Folgendes überlegt, hey, was haben wir denn überhaupt für eine Möglichkeit, dass wir nicht in Haftung genommen werden? Und dann habe ich gesagt, naja, wir können eigentlich nur von unseren Kunden verlangen, dass sie uns die ganzen Risiken bestätigen. Und wenn einer eben überhaupt keine Ahnung hat, dann dürfen wir ihn das Produkt nicht handeln lassen. Und das hat eben jetzt dazu geführt, dass die Kontoaufnahmeanträge in den letzten Jahren extrem streng geworden sind. Erstens, du musst wahnsinnig viel Papier ausfüllen. Also wenn du zum Beispiel jetzt auf eine Bank gehst und sagst, du willst ein Wertpapierkonto eröffnen, dann ist das, ich glaube, 70 Seiten Papier. Als ich mein allererstes Konto eröffnet habe, vor, was weiß ich, 27 Jahren oder irgendwann zum Thema Aktienhandel, dann war das eine Seite, die hast du unterschrieben und dann hat der Bankberater gesagt, okay, du hast ab morgen das Konto. Das geht heute nicht mehr. Und dann sorgt sich natürlich heutzutage jede Bank, und ein Broker ist letztendlich auch nichts anderes als eine Bank, sagt sich, wenn der Anleger jetzt ein Instrument handelt, wie beispielsweise Optionen, und er verliert damit, und hinterher geht er zu einem Richter oder zu einem Anwalt und sagt, hey, ich habe ja Geld verloren, weil ich war mir der Risiken von Optionen überhaupt nicht bewusst, dann kann es in der aktuellen Gesetzeslage oder in der Auslegung der Gesetze so sein, dass dann unsere Justiz sagt, okay, die Bank ist schuld, weil sie hätte ihn aufklären müssen oder sie hätte ihn das gar nicht machen lassen dürfen und deswegen darf er gar nicht handeln. Okay, was hat das jetzt zur Folge? Genau das, was ihr jetzt immer seht, wenn ihr hier ein Konto öffnen wollt, nämlich ihr werdet abgefragt, habt ihr Erfahrungen? Ihr werdet abgefragt, wie viel Geld habt ihr? Habt ihr mit dem Instrument schon mal gehandelt? All diese Dinge.
Und wenn ihr die eben wahrheitsgemäß beantwortet, nämlich als Anfänger beispielsweise, hast du Erfahrung mit Optionen? Nein. Hast du ein liquides Vermögen von 80.000 Euro? Nein. Dann kriegst du eigentlich kein Konto mehr eröffnet. Ne? Also wenn du diese Fragen ehrlich beantwortest, dann kriegst du kein Konto mehr eröffnet. So. Und wie kann man das umgehen? Naja, relativ simpel, indem du das ankreuzt, was es dir ermöglicht, dieses Konto zu eröffnen. Das heißt also, wenn du gefragt wirst, hast du Erfahrung mit dem Handel von Optionen, dann musst du sagen, ja, die habe ich. Wenn du gefragt wirst, hast du eben eine bestimmte Summe als liquide Mittel, dann musst du sagen, ja, habe ich. Übrigens mal ganz kurz so zwischenrein. Hinter uns ist jetzt gerade so einer, das sind die, die ich extrem liebe, die jetzt in so einem Stau von links nach rechts springen, damit sie 3 Meter vorwärts kommen. Okay, also das heißt, du musst eigentlich die Angaben machen, die es dir ermöglichen, das Konto zu eröffnen. Ist das illegal? Nein, ist es nicht. Ne? Es ist vielleicht ein bisschen eine Lüge, aber es ist keine illegale Angabe. Das heißt, du machst es nicht strafbar oder sonst irgendwas. Was hat es aber für Konsequenzen? Stell dir mal vor, du eröffnest jetzt bei CapTrader, bei Links, bei IB, wo auch immer ein Konto, du kannst auch bei der Deutschen Bank oder sonst irgendwo, und du eröffnest jetzt ein Konto, gibst an, du hast Erfahrung mit diesem Instrument, was du handeln möchtest, also jetzt beispielsweise Optionen oder Aktien oder Futures oder was auch immer, und dann verlierst du dein ganzes Geld, weil du einfach totale Fehler machst. Ne? So. Und jetzt würdest du hingehen und sagen, ich habe ja gar keine Erfahrung gehabt und jetzt will ich die Bank verklagen, und dann würdest du das machen, dann könnte die Bank dir natürlich sagen, hier, guck mal, hier hast du es doch unterschrieben, dass du Erfahrungen hast, und deswegen würde deine Klage abgewiesen. Das heißt, die Bank ist damit raus, weil du hast dir ja wahr oder nicht wahrheitsgemäß bestätigt, dass du da schon Erfahrungen hast. Und damit sichert sich die Bank ab. Das heißt, der Nachteil, den du hast, das ist ganz einfach der, dass du im Verlustfall deine Bank nicht mehr verklagen kann. Das finde ich jetzt persönlich gar nicht so schlimm, weil wenn du dein Geld verlierst, ne, weil du dich zum Beispiel mit Optionen verzockst, weil du dich mit Futures verzockst, mit Aktien oder sonst irgendwas, wessen Schuld ist es denn? Das ist doch nie im Leben die Schuld deines Brokers, der nur deine Aufträge ausführt. Ne? Aber der Verbraucherschutz sieht es so und deswegen nehmen sich da die Banken so raus. Und jetzt musst du für dich persönlich entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht? Gäbe es denn einen anderen Weg, zu so einem Konto zu kommen? Ja, gäbe es. Und zwar, du gehst zu deiner Hausbank, sagst, ich möchte Optionen handeln. Ich habe das aber noch nie gemacht, deswegen brauche ich einen persönlichen Berater. Und jetzt wird es Banken geben, die dann sagen, okay, haben wir hier jemanden in der Filiale? Andere werden sagen, ah, da müssen wir dich mit unserer Hauptzentrale verbinden oder was auch immer. Und dann wirst du bei denen ein Konto aufmachen. Und jedes Mal, wenn du eine Option handeln willst, wirst du deinen Berater anrufen müssen und sagen, ich will das und das machen. Und dann wird er diesen Auftrag für dich ausführen. Du kannst dir vorstellen, was das kostet. Da reden wir dann mal so über Round Turns von vielleicht 25 Euro pro Auftrag oder sowas. Aber das wird eben dann dazu führen, dass du Erfahrungen sammeln kannst. Und dann könntest du nach einer gewissen Zeit sagen, okay, und jetzt gehe ich eben zu einem Direktbroker, mache ein Konto auf und kann ja jetzt wahrheitsgemäß sagen, jawohl, ich habe diese Erfahrung. Das muss jetzt jeder von euch selbst entscheiden, ob es das wert ist oder nicht. Ja? Ich persönlich sage immer, komm, wenn ihr handeln wollt, das Risiko ist nicht, dass ihr das Konto da aufmacht oder dass ihr da was Falsches reinschreibt. Das Risiko ist, dass ihr euch verzockt. Ne? Das Risiko ist, dass ihr euch verzockt, dass ihr zu große Positionen habt, dass ihr zu risikoreich seid und so weiter und so fort. Deswegen, es ist nun mal so, alles im Leben ist ein gewisses Risiko. Wenn du Auto fahren willst, dann musst du auf die Straße, so wie hier, jetzt schön im Stau. Und dann musst du das halt ganz einfach machen. Und deswegen, gebt halt das an, was ihr angeben wollt oder sollt. Und probiert es halt einfach. Okay, so, jetzt wisst ihr aber ein bisschen was über die Hintergründe. Das heißt, die Gesetzeslage, der Gesetzgeber hat die Banken, hat die Broker dazu gezwungen, das so zu machen. Und es ist natürlich auch ganz klar, dass bei den extrem niedrigen Margen, die heutzutage Broker beispielsweise noch haben, als ich angefangen habe, hast du von Round Turn eben auch mal 15, 20 Dollar bezahlt.
da gab es auch noch die Möglichkeit, immer mit einem Broker zu telefonieren, ne? Und der hat dann deine Aufträge ausgeführt. Das gibt es halt nicht mehr. Und du kannst halt einfach nicht verlangen, dass du für 2 Euro oder für 1 Euro oder je nachdem, was du bezahlst von Roundtouren, dass dann der Broker auch noch dich an die Hand nimmt und sagt, okay, guck mal, der Trade hätte das Risiko, die Chance und so weiter. Ne? Also das gibt es ganz einfach nicht. Und deswegen, wie alles im Leben, selber Verantwortung übernehmen und dann funktioniert das auch. Und dann kriegst du auch entsprechend das Konto eröffnet. Das war's von heute. Für heute. Nicht von heute, sondern für heute. Ich wollte eigentlich sagen, das war's für heute vom Stau. Und zwar vom Stau auf der A4 in Richtung Frankfurt. Mal gucken, wie lange wir noch stehen. Schaut mal in die Kanäle rein. Wenn es also noch ein paar Videos hier aus dem Auto gibt, dann standen wir noch ein bisschen länger. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Optionshandel, dann schreibt die wie immer hier unten in die Kommentare rein oder auch in unsere Facebook-Gruppe, die Optionshändler. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.